Die ordentliche Sonne. Sehr entspannt nach einem harten Arbeitstag. So, und jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich mache mir einen Tee. Gerade den Svea im Vorheizen. Habe hier bei mir im Garten Minztee angebaut. Also Minze, nicht Minztee. Und ja, werde mir den jetzt genehmigen. Wenn euch das interessiert, wir quatschen gleich ein bisschen, dann bleibt da dran. Oder ansonsten, ihr kennt ja den Spruch wie immer. Klickt weiter. Anderes Video. Ja. Die Kinder sind außer Haus. Ich bin im Garten mit einer frischen Tasse Minztee. Ja, was will man mehr? Nicht viel. Wenn mir eins meine grauen Haare hier beigebracht haben, ist, dass das weniger manchmal mehr ist. Ja. Oh, da war ein Rotkehlchen rechts neben mir. Sitzt im Zaun. Wenn ich jetzt die Kamera dahin bewege, dann fliegt's weg. Dann kriege ich nicht eingefangen mit der Kamera. Ja, abends im Garten sitzen ist ja schon echt eine entspannte Sache, sofern man einen Garten hat. Und ich genieße das. Ich genieße das in großen Zügen. Ich bin auch mehr im Garten als im Haus. Und ja, der Garten, das war eine ganz abenteuerliche Sache, als wir das Grundstück gekauft haben mit dem Haus. Das ist ein Haus von 1863 und demnach zufolge war einiges sehr alt und verwildert. Die Hütte hier neben mir war, oder hinter mir, die war absolut baufällig. Da war das Dach undicht, da war alles nass. War eine einzige Katastrophe, dass im Endeffekt, wir waren drauf und dran am Überlegen, ob wir es abreißen oder nicht. Und dann haben wir uns eben halt dafür entschlossen, das zu renovieren. Aber, die Hütte hier selber, die ist natürlich nicht von 1800 und, sondern die ist von 1991 gewesen. Wurde die gebaut. Aber war eben halt in wirklich, wirklich sehr, sehr schlechter Verfassung. Ja, war eine einzige Katastrophe. Und so habe ich dann eben halt Stück um Stück mit Material, was ich hatte, zur Verfügung. Sprich altes Palettenholz, Steine, die ich gefunden habe teilweise hier im Grundstück. Und auch teilweise ein bisschen gekauft. Habe ich dann eben halt die Fassade wieder hergestellt. Und das Dach natürlich, weil es ordentlich sein muss, habe ich da natürlich Dachplatten holen müssen. Ja. Und da stellte sich dann heraus, dass die Dachpfannen dafür auch nicht geeignet waren, die da vorher drauf waren, weil eben halt die Dachsteigung zu flach ist und das Wasser kann dann beim Sturzregen quasi unter die Dachpfanne laufen. Da musste dann eben halt ein System her, welches das kann. Da bin ich dann eben halt zu so Teer-Dachplatten gekommen, habe vorher natürlich eine Unterkonstruktion gebaut aus 24 mm starken Pressholz. Also so Verlegeplatten, die auch begehbar sind. Hab ein ganzes Gerüst darunter gebaut, die Rippe, also war viel Arbeit.
Aber letztendlich ist es jetzt trocken und seitdem habe ich eben halt, oder haben wir eben halt, eine kleine Werkstatt da drin und Fahrradkeller und ja, eben halt einen Kellerersatz. Mein Haus hat keinen Keller. Das war früher üblich, dass das eben halt auf gelöschte Asche gebaut worden ist hier im Ruhrpott. Und ja, so haben wir das dann eben halt auch übernommen, wohlwissentlich, dass wir zumindest keinen schimmeligen Keller haben. Wurde auch einiges an Arbeit reingesteckt am Haus, aber letztendlich hat sich das gelohnt. Solche Sachen macht man ja für sich und da hat man dann auch echt mehr Energie. Ja, und der Garten, um jetzt darauf zurückzukommen, wo drin ich sitze, ist eben halt echt so eine mittlerweile Wohlfühloase. Das ist urig hier, das ist so spielt, da sind viele Details drin, die ich mit Erinnerungen verbinde. Die sind für den Außenstehenden nicht so, sag ich mal, erkennbar als solches, sondern da kenne ich viele Storys zu. Und so gehe ich eben halt gerne in meinem Garten, um mich eben halt auch zu entspannen. Tut gut, auf jeden Fall. Ja. Und wenn man dann feststellt, jeden Morgen im Spiegel, die grauen Haare hier werden mehr und mehr, der Bart wird grauer, dann merkt man, wie schnell die Zeit vergeht. Gerade wenn man Kinder hat, sieht man das sowieso ruckzuck. Ne? Die sind groß, erzählen einem was davon. Papa, erster Freund, wie bitte? Der Sohn und man läuft und man selber kriegt immer mehr Augenringe, mehr Falten. Aber so ist das halt. Ne? Man wird nicht jünger und solche Sachen muss man eben halt mit Würde nehmen. Ne? So, vielleicht kann ich jetzt mal einen Schluck Tee trinken, ohne mir die Schnauze zu verbrennen. Es geht. Ja, da fällt mir eine kleine Geschichte ein, die ich immer meinen Kindern erzähle. Und zwar haben wir hier eine alte Abraumhalde, die ist mittlerweile bewaldet. Mit einem ganz beachtlichen Wald. Die Größe schwer zu schätzen, aber ist schon einiges an Fläche, die da mit Wald bewuchert ist, die auch als Naturschutzgebiet gilt. Als solches hat man da durchaus sehr viel Wildtiere und auch Wildtiergeräusche, sprich man hört allerlei Vögel, verschiedene. Die haben wir eben halt hier und diese Halde an sich, wir liegen quasi auf der Ostseite dieser Halde und die Südseite selber fängt eben halt sehr viel Sonne auf und gibt hier eben halt immer sehr viel Schatten auf unser Grundstück und auch auf die Siedlung. Und demnach zufolge ist das im Sommer immer sehr angenehm kühl hier. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Man kann immer so 4 bis 5 Grad abziehen von den Umgebungstemperaturen, die momentan herrschen. Das macht wirklich, wirklich viel aus, die kühle Luft, die dann da runterkommt. Gekühlt vom Wald, der da oben drauf sitzt. Und ja, letzten Endes ist es so, im Winter ist es natürlich immer auch gut kühl, das merkt man schon. Aber wir haben hier auch lange und oft auch noch Eisglätte. Das ist eben halt dem geschuldet, dass diese Halde da ist. Und jedenfalls erzählen meine Frau und ich unseren Kindern immer, dass da ja gar kein Berg ist, sondern das ist der Rücken von so einem Eisriese. Und der schläft da nur. Solange der da schläft, das kann man auch sehen, da bewegen sich die Bäume oben, die Spitzen, wenn der atmet. Ja, muss man mal darauf achten. Ja, und dann sieht man das auch. Ja, manchmal bewegt er sich auch, dann wackeln die Bäume ganz viel. Ja, das ist natürlich von Anfang bis Ende eine Fantasiegeschichte, logisch. Hm. Der nordischen Mythologie bin ich eben halt sehr zugewandt. Deswegen sind das auch bei mir die Eisriesen, die dort schlafen. Ja, letzten Endes immer ganz fantastische Augen bei meinen Kindern. Und teilweise auch Unglaube, aber teilweise auch Ehrfurcht. Und das ist ein schöner Punkt. Natürlich sind diese Geschichten nicht bare Münze. Ne? Braucht man nicht drüber reden. Also da sind wir alle abgeklärt. Ich finde aber gerade solche Geschichten und solche Fantasiegeschichten
werden in der heutigen Zeit sehr, sehr wenig benutzt. Und eine Fantasiegeschichte erzählt ja immer im Kern noch etwas Wahres. Und das Wahre für mich an so einer Geschichte ist eben halt das Fantastische. Weil wenn man so in diese Baumspitzen reinguckt, wie die sich bewegen im Wind und die Blätter sich, sag ich mal, wirklich vom Wind hin und her züngeln, das sieht magisch aus, das ist schön und das ist der Kern dieser Sache. Die Natur ist durchaus ein ganz fantastischer, magischer Ort und bei all unserer Technik und all unserem Wissen wird sowas oft vergessen. Manchmal fragt man sich wirklich, warum wir die schlauste Spezies geworden sind auf unserem Planeten. Oder zumindest die dominante Spezies. Wir wissen so viel und machen so wenig richtig. Naja. Ja, jedenfalls zu dem Thema Eisriese. Hier haben wir einen Eisriese liegen. Und der macht uns im Sommer immer angenehme Tage und angenehme Abende.